Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei der Placid Music. Heute schauen wir uns mal an, wie wir in Dune ein klassisches Trance-Pad wie dieses hier erstellen. Ja, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn du nichts mehr von mir verpassen möchtest, dann kannst du mich auch kostenlos hier abonnieren. Die Glocke nicht vergessen, dann verpasst du tatsächlich kein Video mehr in Zukunft. So, wir sind jetzt in Logic und ich habe schon mal den Dune gestartet und das Ganze hört sich jetzt so an. Also noch nicht wirklich nach einem Pad-Sound. Wir bleiben mal im Trance-Bereich bei so einer Sägezahn- oder Sawwave. Ne? Ihr könnt da direkt hier dieses Einstiegsteil auch benutzen. Ihr könnt aber auch hier zum Beispiel auf Wavetable klicken und dann könnt ihr hier unten, gibt es zum Beispiel auch eine Vintage-Saw, die finde ich auch ganz schön. Ja, also welche ihr euch da auswählt, ist erstmal völlig egal, aber es sollte irgendwo eine Sawwave sein. Jetzt werden wir das Ganze mal auf mehr Stimmen bringen und zwar gehen wir mal hier ruhig, beim Dune könnt ihr auf 32 Stimmen hochgehen. So, dann klingt das Ganze schon so und jetzt kann man das Ganze noch quasi ineinander verschränken. Über die Tune. Ja, klingt das schon ganz gut. Ihr könnt auch hier zum Beispiel verschiedene Varianten nehmen. Swarm ist manchmal auch ganz schön. Ich kehre mal zurück auf Linear und hier könnt ihr zum Beispiel auch noch mal so ein bisschen die Zentrierung auf die Mitten einstellen. So, im Prinzip braucht ihr eigentlich nur einen Oszillator, der ist jetzt hier auch aktiv. Aber natürlich kann man nachher auch mit anderen Oszillatoren hier noch ein bisschen zusätzlichen Sound reinbringen. Das können wir gleich auch nochmal im Anschluss machen. Jetzt kümmern wir uns aber erst einmal um den Amp. Und damit das Ganze mehr nach einem Pad klingt, gehe ich mal mit der Attack-Zeit ein bisschen nach oben. So, mit der Attack-Zeit nach oben gehen bedeutet letztendlich, dass ihr langsam reinfahrt. Ne? Der Ton ist nicht sofort da. Dann gehen wir mal mit der Decay-Zeit nach unten. Ja, mit Release vielleicht mal ein bisschen nach oben. Genau, Sustain können wir ruhig mal so lassen. Das ist quasi so, wie das Ganze ausklingt. Zusammen mit dem Release. Okay. So, dann kümmern wir uns mal um Effekte. Und wir brauchen natürlich beim Pad auf jeden Fall ein Reverb. Da gehen wir mal hin und werden das aber mal. Ja, damit könnte man jetzt schon echt fast arbeiten. Vielleicht nochmal hier ein bisschen Volume nach oben, noch einen Kompressor an. Ganz leicht.
bisschen zurück hier. Ja, und was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn der Sound mal so ein bisschen, über so ein Ping-Pong-Delay hin und her wandert. Das ist ja auch immer ganz spannend. Kann man auch bei Pet-Sounds ganz gut verwenden. Ja, gefällt mir schon ganz gut. So, schauen wir mal, was passiert, wenn wir noch einen zweiten Oszillator mit reinnehmen. Ja, jetzt könnte man natürlich noch hier mit Cutoff arbeiten. Hier können wir übrigens mal über die Mod-Matrix hier auf das Mod-Wheel legen. Wo haben wir es? Da haben wir es, genau. Und dann ziehen wir mal hier den Cutoff runter und gehen dann mal auf zum Beispiel hier die minus 55. Ja, im Prinzip war es schon und jetzt können wir das einfach mal im Track hören. Machen wir vielleicht erstmal einmal Solo. Also ich liebe diesen Dune-Synthesizer, der hat so einen schönen warmen Klang und auch so einen voluminösen Klang. Auch mit einer meiner Lieblings-Synthesizer für Trance-Music, gerade was so Pads angeht. Ihr kriegt aber auch Lead-Sounds ganz gut hin. Da mache ich aber mal ein gesondertes Video. So, jetzt werden wir alle Spuren mal einschalten und hören mal, wie das Ganze klingt. Ihr habt gesehen, man kann relativ schnell ein Synthesizer schön zum Klingen bringen und da gehört nicht so viel mit dazu. Jetzt könnten wir das Ganze noch ein bisschen feintunen. Häufig kommt noch so ein bisschen Rauschen mit dazu und wir könnten noch auf dem Filter auf die Filterkurve noch einen Filter-Envelope drauflegen. Ich lasse das heute mal. Das wird sicherlich nicht das letzte Video sein,
wo wir zusammen einen Sound programmieren. Heute soll das einfach mal so ein leichter Einstieg sein für alle diejenigen, die vielleicht gerade anfangen mit Musikproduktion und vielleicht sagen, Mensch, ja, das mit den Presets, das ist ja immer ganz schön, aber ich möchte verstehen, was tue ich da eigentlich? Deshalb belassen wir es mal heute damit. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, seid gespannt auf eins der nächsten Videos. Da werden wir uns sicherlich mal einen anderen Synthesizer vorknüpfen. Also bis dahin, alles Gute euch, ne? Ja, ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude bereitet wie mir auch. Wenn du noch mehr von mir hören möchtest oder meine kompletten Tracks hören möchtest, dann abonniere mich auch gerne auf Spotify oder Apple Music. Die Links dazu findest du hier in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Tutorial wiedersehen. Also bis dahin, dir eine gute Zeit und vor allen Dingen ganz, ganz viele kreative Momente. Ciao.